Mist, ich habe schon wieder vergessen, die Hand vorzuhalten beim Dosenöffnen. Jedes Mal spritze ich mir den Bildschirm damit an. Voll nervig. Na, jedenfalls habe ich gerade spontan ein Cola Cherry aufgemacht. Ich bin gerade noch am bisschen Modellbau basteln und jetzt nebenbei noch ein paar Mails geschrieben und mir gedacht, ja, ich mache mal wieder eine Dose auf. Habe ich gekauft im Bobby's Food Store in Wien. Ja, ist halt Cola mit Kirschgeschmack sozusagen. Kirscharoma steht hier drauf. Ja. Schmeckt entsprechend künstlich, also was will man erwarten? Ja, sonst eigentlich, also ich bin gerade ein bisschen dabei, Vimeo auszutesten, weil ich mir gedacht habe, ich wollte eigentlich noch einen YouTube-Account haben für ein paar Sachen und habe mir dann gedacht, naja, legen wir uns halt einen an. Dann war ich auf der Seite, dann muss man da ja einen kompletten Google-Account anlegen. Mit, weiß ich nicht, Google Plus, Google Mail, alles was es halt gibt. Dann geht es halt weiter, dass die die Telefonnummer haben wollen, damit man das Ganze validieren kann. Dann wollen sie eine Alternativ-E-Mail-Adresse haben, damit sie das alles irgendwie sichern können. Dann habe ich mal gedacht, wisst's was, ich gebe noch einmal kurz in der Suchmaschine ein, YouTube-Alternativen und habe mir dann nochmal überlegt, na gut, probieren wir halt Vimeo. Und bin momentan ganz zufrieden, das ist eigentlich ganz nett, habe auch schon mit irgendwie zwei, drei Leuten oder fast vier Leuten dort hin und her geschrieben. Also es ist gar nicht mehr so verlassen, wie man es glaubt. Es ist auch in meiner Erinnerung nach eher für, ich sag mal, qualitativ hochwertigere Projekte und Videos gemacht. Weil bei YouTube ist es irgendwie so, da klickt man sich von einem zum nächsten, von einem Katzenvideo zum nächsten und so weiter. Ihr wisst ja, was ich meine. Und bei Vimeo ist es irgendwie so, da geht man quasi zu einem Künstler. Mehr oder weniger, oder man liest halt von irgendeinem Projekt, geht dann dorthin, schaut sich das alles an. Kann man natürlich auf YouTube auch machen. Nur, wie gesagt, so, ich meine, ja, ich kann jetzt keinen bekannten Vimeo nennen, so gesehen. Aber wie gesagt, so aus der Erinnerung nach alle irgendwie besseren Videos oder so in der Richtung, die ich so gesehen habe. Na, wie gesagt, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich muss mal schauen, wie ich da weitermache. Natürlich bin ich, wie ihr seht, noch auf YouTube vertreten. Wäre auch das nicht so schnell aufgeben, aber wohl mal ein bisschen umschauen, ob man nicht vielleicht was Zweites aufbauen kann, da es ja dort auch genauso Benutzerkommentare gibt, Daumen nach oben, das ist halt dann dort ein Herz. Und Kanäle kann man irgendwie so anlegen, so Streaming-Kanäle, Benutzerseiten und so weiter. Also es schaut eigentlich ganz nett aus. Man kann auch irgendwie das Profil, also nein, das Videobild frei wählen, auch ohne Monetarisierung oder irgendwelchen Zusatz. Funktionen, also da kann man, glaube ich, fast jeden Frame aus dem Video verwenden oder ich glaube sogar extra, das muss ich nochmal schauen. Na gut, genug Werbung. Ah ja, und es gibt ein Windows Phone 8 App, was ja, also es gibt halt die Anwendung dafür, weil YouTube seither oder Google seither keine Anwendung programmiert hat. Microsoft kann leider nur auf die Website verlinken von YouTube eben und bei Vimeo kann man sich im Store eine gratis Anwendung runterladen, wo man Videos suchen kann, ich glaube sogar kommentieren auch, weiß nicht genau, aber man kann auf jeden Fall relativ viel, man kann sogar gleich live Videos aufnehmen, hochladen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall für mich ein großer Pluspunkt und ja, das auf jeden Fall mal so spontan für nebenbei und bis demnächst. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, mal aktueller wieder, weiß ich nicht, ja, die meisten werde ich eh nicht beantworten, aber vielleicht sowas wie, weiß ich nicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach rein und dann werden wir sehen, was ich damit mache. Gut, also dann bis bald.